Leute, wir starten die Battle Factory Versus. Cooler erster Part, Jungs. Oh yes! Ich hab richtig Bock, Alter. Warum starten wir das gute Projekt denn neu präsent? Sag es mir! Die Höhenregion ist schön, aber wir wollen uns den Anfang nochmal neu angucken. Deswegen dachten wir, ja, Jungs, komm, 6er Part, da können wir auch nochmal neu starten. Und jetzt nochmal die richtige Version. Was war los? Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt bei Dario, schämt euch erstmal. Ja, möglicherweise habe ich das Projekt verloren in der Gesteinsarena, weil ich 3 Gesteinsschwächen hatte und das war ein bisschen kritisch. Ah, Schnickidi, Schnickschnack, ey. War ein guter Part, ey. Du hast es auch gut probiert. Und jetzt Neustart, Leute. Professor Birk, der grinst uns hier schon an. Der hat Bock, uns jetzt neue Pokémon zu geben. Wir haben das Ganze neu gepatcht und ja, present. Wie sieht's aus? Ich bin gehypt. Ich habe schon jetzt die Turbo-Treter von meiner Mutter bekommen. Oder irgendwas meinte meine Mutter, jo, was geht? Ich will dich gar nicht lange stören. Geh auf die Reise. Du bist zwar nur 10 Jahre alt, aber interessiert mich nicht. Tschüsseli. Tschüsseli. Das wird's gewesen sein. Nee, und jetzt haben wir neuen Encounter. Und ja, wir wissen, erster Encounter ist Wurmple, Biberblub. Aber wir haben tatsächlich auch schon den Wurmple-Encounter gehabt, weil wir den Michael-Kampf bereits gemacht haben. Wir wollen euch hier Content geben, genau. Leute. Wir wollen euch hier Content geben. Ne, wir wollen hier keine Zeit verschwenden. Und es gibt ja noch eine Sache. Ja. Es gab ja, also wir sind jetzt hier, falls ihr es nicht wissen solltet, wir sind hier auf dem aktuellen Stand. Gestern kam der letzte Part online. Das heißt, wir haben alle eure Kommentare gelesen und das Feedback, das kam an. Es kam sehr gut an, Leute. Und zwar ist es so, dass ich ja verloren habe. Und das soll nicht einfach unbestraft sein. Und deswegen werde ich jetzt meine 3 Starter fangen. Nebenbei haben alle Pokémon auf der ersten Route eine 100%ige Fangrate. Das heißt, wir können einfach die Pokébälle werfen. Das habt ihr uns auch nochmal in die Kommentare geschrieben. Und die Sache ist, dass ich jetzt alle meine 3 Starter an Dario weitergeben werde. Und er darf sich aussuchen, welchen der 3 ich auswähle. Und ich kann schon mal sagen, mein erstes Pokémon, was ich gefangen habe, ist Golking. Alter, be the Gold King, be the Cash King, let's go! Cool. So, das heißt, ich muss jetzt allen schon eigentlich einen Spitznamen geben, ne, weil... Ja, ja, ich weiß ja nicht, welches ich der mit dem kreativsten Spitznamen aller, den nehme ich mit. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. So, weil dann muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken, nach welcher weiblichen Zuschauerin ich denn... Ah doch, ich weiß, nach wem ich Golking benenne. Ja, dann, ja, dann weißt du schon. So. Also ich bin jetzt hier auch auf dem Weg in das hohe Gras und ich hoffe, dass ich jetzt hier 3 fabulöse Pokémon bekomme. Komm. Enteraiku Suikun, let's go! Aber so, jetzt by the way, bevor das Leute wieder fragen, jetzt, damit wir schon mal aus der Welt schaffen. Es ist ja so, dass viele Leute gesagt haben, hey, wieder ein Golking, geh doch weg, Mann. Viele Leute haben gesagt, aber ihr schneidet doch das Projekt, wie kann es sein, dass ihr euch nicht spoilert? Ja, wir versuchen immer so weit vorzuproduzieren, dass die Spoiler nicht relevant sind oder nicht so extrem sind. Das heißt, wir versuchen jetzt zum Beispiel immerhin bis zur ersten Arena zu kommen, den ersten 1v1-Kampf zu haben, sodass wir keine Ahnung haben, was bei Dario im Team ist. Und Dario weiß eigentlich auch nicht, was in meinem Team ist, außer meine Starter. Außer stirbt wieder, bis dauert dann alles. So sieht's aus, Alter. Also, wir kriegen das schon hin. Wir werden heute bestimmt so 4-5 Parts aufnehmen. Dementsprechend werden wir das halt auch hinbekommen, sag ich mal. Ganz genau, deswegen macht euch da keine Gedanken. Natürlich werden wir halt nicht komplett ungespoilert sein, das geht aber auch nicht. Wäre aber auch blöd, wenn wir halt alles vorproduzieren, weil dann könnten wir nicht auf eure Kommentare eingehen. Das richtig, wollen das wollen wir ja ebenfalls. Das soll ja beides so sein. Ich nehme meinen Starter wieder nach... Einfach so, weil Starter ist für mich was Besonderes, wie gesagt. So, das ist das leitende Teammitglied, von daher ist das noch kein Abonnent. Ne? Kann man kritisch sehen, kann man nicht kritisch sehen. Alter Schwede, ey, was habe ich hier für Pokémon? Was hast du für ein zweites Pokémon bekommen hier, Mr. Golking? Mein zweites Pokémon ist Fulipurba. Off. Also bisher bin ich zufrieden. Also es sind 2 Starter, mit denen ich klarkommen würde. Und es wären 2 Pokémon, die gegen die Steinsarena gut werden. Ach, davor hast du Angst, ey. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, die Gesteinsarena, ach, die ist gar keine Challenge, Leute. Das war doch ja, aber, Mann, Leute, Alter, wie kann man 3 Gesteinsschwächen haben? Das war so sad, Mann, das war einfach so sad von einem Pokémon. Ach, ja. Alter, jetzt kann Schwede. Ich auch erzählen, wie das mit Pilippa war, denn ich habe ja Pilippa bekommen und das war eben mein Meme-Pokémon, weil dadurch ist das Meme-Pilippa-LP entstanden, weil dieses Pokémon hat tatsächlich damals den letzten Kill geholt in der Rubin und Saphir versus gegen Sergen damals, vor 3 Jahren oder so. Okay. Ich habe tatsächlich dort verloren in der Top 4. Kann ich dir kurz was sagen? Ja. Ich level gerade Flemly nebenbei. Okay, und? Ja, es ist schon... Was?
Ja, keine Ahnung, er hat gerade eine Attacke gelernt und ich kam gerade nicht klar, diese wegzuklicken, ey, das war sehr merkwürdig. Ja, es ist doch, ah, okay, hä, nee, Schnabel meinst du? Hab ich auch. Ja? Ja. Ach so. Ja, ich hab ja auch Flamni. Okay. So, dann, die Sache ist, das Pokémon, was ich abgeben muss, beziehungsweise nicht verwende, den Zuschauernamen werde ich trotzdem irgendwann verwenden, also keine Angst. Deswegen, wenn ihr jetzt benannt werdet und das Pokémon trotzdem nicht drankommt, weil Dario sich denkt, nee, den Starter darfst du nicht nehmen, dann benutze ich ihn einfach später. Ja, so Fulipor war schon mal ganz cool, ne? Wie viele Starter hast du denn jetzt bisher gefangen? Ich hab 2. Okay, ich hab auch. Okay, ich hab mein drittes. Ich hab Hopspross. Hopspross. Oh, okay. Oh, du aller Platscher, let's go, oder was? Moment, hat er überhaupt einen Angriff? Er kann nur Platscher! Das ist nicht, ja, das kann ich ja nicht machen, so. Moment. Moment mal ganz kurz. Ich hoffe, der hat irgendwas auf Level 5. Der ist auf jeden Fall auf Level 5. Hauptspross wurde gefangen. Ich meine, der hat nur Platscher, aber okay. Ja, in dem Hack ist ja alles möglich, Leute. Nochmal zur Erklärung, das ist ein Hack. Hier sind ein paar Sachen anders. Luxra ist zum Beispiel tatsächlich vom Elektro-Undicht-Typen, weil manche gesagt haben, aber Luxra ist doch nur Elektro. Ich bin mit meinem Pokémon jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ist heftig krass. Ist jetzt kein Meluetta, ne? Nee, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich jetzt sagen oder sich komplett ausrasten würde, wie beim letzten Mal. Okay, okay. Ein Hooper ist also nicht dabei. Nee. Alter, das ist eben Hooper, aber sowieso insane. Du warst einfach der beste Schauspieler überhaupt. Alter, Hooper, Schmooper, Alter, was ist los, ey? Okay, ich habe tatsächlich ein gutes Moveset auf Hopspross. Ich habe auf allen drei Pokémon 4 Attacken. Okay. Also, mir ist egal, was du willst. Du musst mir jetzt nur sagen, welches Pokémon ich nehmen soll. Ich guck gleich mal. Einen Moment. Ich muss noch mal ganz kurz hier den letzten Pokémon Namen geben. Ich bin sehr kreativ heute, wie ihr gesehen habt. Ich habe auch einen coolen Spitznamen. Also, mein Charakter hat einen coolen Namen. Was für einen Charakternamen hast du denn? Oder willst du mich nicht ich lass dich hier im Dunkeln tappen, Alter. Ich bin gespannt für unseren ersten Kampf dann. Ja, ja, da wirst du dann sehen hier. Okay, meine drei Pokémon. Was haben die denn Schönes? Also, das hat nicht so die krassen Moves. Hat auch nicht so die geile Fähigkeit. Das ist, ja, das hat sogar einen scheiß, weiß nicht, das ist auch nicht so aber geil. Aber was würdest du sagen, was soll ich nehmen? Weil ich würde jetzt dann gerne weitergehen. So. Ich muss gerade, Alter, wow. Warte mal, du nimmst, was, Hopspross, Fulipurba, was hast du noch? Und Golking. Golking, Fulipurba, Hopspross. Welche der drei soll ich nehmen? Dario. Ich muss ganz kurz gucken, was ich Hopspross entwickelt, Minion. Da muss jemand ganz taktisch schauen. Ich muss hier taktisch schauen, mein Junge. Anders kann ich nicht gewinnen hier, ne? Du kennst halt jetzt meinen Starter und das ist halt ein richtig großer Vorteil. Level 8. Und du kannst ja doch, hier komm. Nimm Hopspross mit, oder? Warte. Ja, ist Typ Flug. Da hast du auch nochmal was Schönes gegen die Steinsarena. Da freut mich. Ich hatte sehr gehofft, dass ich jetzt so sagen kann, ja, Hopspross, der ist richtig gut, Alter. Dass du dann sagst, ja, nee, ich geb dir doch dein Goldchen auf die Flug. Also. Aber Hopspross ist schon richtig fett. Also du hast Platscher, Absorber und Synthese? Nee, ich habe ein anderes Moveset tatsächlich. Okay. Also ich hab noch eine andere Attacke, sagen wir es mal so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Pokémon sind aber auch alle scheiße. Das ist okay. Aber ich habe einen Hopspross. Ich habe ein Pokémon, was ich nehmen könnte, was jetzt, glaube ich, ganz okay wäre. Ihr seht es auf dem Bildschirm gerade. Aber ob ich es möchte, ist die andere Sache. Da muss ich jetzt halt entscheiden. Aber die Sache ist, ich habe halt trotzdem einen Hopspross. Das ist halt richtig bad. Ich kann nicht mehr, Mann. Ah, Leute, Hopspross wird mich carryen. Ich glaube, ich nehme es. Ich nehme das Ding hier. Du nimmst es? Okay. Ja. Ich bin sehr gespannt, Mann. Warte, wieso will ich mich aufheilen? Ich bin bei Frank-KP. Alter, Leute, was ist hier los? Ei, Coco Jumbo. Coco Jumbo. Alter, ich habe überhaupt. Okay, Leute, das wird schon. Aber jetzt kennt er Dario wieder meinen Starter. Irgendwie habe ich so Flashbacks. Zebritz. Stimmt, Alter, warum habe ich diese Situation rausgenommen? Du hättest mir das doch eh gesagt. Ja. Aber da hättest du jetzt ein krasses Fulipurba halt, ne? Also von daher, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben. Findet ihr es okay, wie wir es jetzt bisher machen? Oder sagt ihr, nee, Zero, das ist jetzt zu OP, dass du jetzt deinen Starter picken konntest? Oder sagt ihr nächstes Mal extra Encounter? Also wir haben uns erstmal jetzt für die Variante entschieden, weil wir uns dachten, okay, das ist voll in Ordnung so. Wir hoffen einfach mal, dass es nicht nochmal zu einem Restart kommt, wenn wir mal ehrlich sind. Right. So, ich guck mal, was noch auf dieser Route ist, was ich hätte fangen können.
Ja, ich gehe mal auf Route 103. Nee, ich gehe noch nicht auf die nächste Route. Ich bleibe auf der ersten erstmal. Nee, ich hole meine. Wobei, das war eigentlich dumm, weil Hauptsprung ist eigentlich super bad. Aber das Pokémon kann ich schwächen, das ist gut. Es ist richtig gut. Ja, ich kann das Pokémon hier gar nicht schwächen. Alter, ich liebe den Encounter. Was hast du bekommen? Gute Frage. Erzähl doch. Ich weiß jetzt nicht, was du hast. Also, ein Hooper wäre jetzt schon cool, oder? Leute, wisst ihr noch, der Hooper-Film? Insane war der. Du warst, vor allem, ich bin halt... Okay, macht viel Schaden. Ich bin halt so null drauf angesprungen. Moment, der macht sehr viel Schaden. Dario. Stirbst du schon? Möglicherweise. Ich hoffe, also wirklich. Ja. Setz dir mal schnell ein Pokémon ein und hoffen, dass er nicht... Der macht halt einfach... Oh, lol! Es gab hier ein richtig gutes Pokémon. Okay, ich hatte richtig Glück, Alter. Dario, ich habe 19 KP gehabt und er hat mir 9 KP Schaden gemacht. Wenn er eine Max-Roll bekommen hätte, hätte er mich wahrscheinlich gekillt. Und das Projekt wäre hier wieder vorbei gewesen. Geil, Alter, noch ein Sieg! Alter, Leute, ich wäre komplett RIP gewesen. Ich möchte wenigstens ein Level-Up hier machen, bevor ich in den Encounter reinstarte. Weil... Ah ja, auch noch. Ich habe jetzt mal das Knackhorn geschwächt, weil es wieder kam. Der Present! Der hat seine Pokémon nie geschwächt. Wisst ihr, bei dem Manaphy, das hatte alles seinen Sinn. Weil ich dachte halt, der boostet sich halt auf plus 6, Jungs. Weißt du was? Was? Hast du ein geiles Knackleon? Wieso? Ich hab das Knackleon geschwächt, hast du gesagt? Habe ich das gerade gesagt? Ja! Als ob ich so bescheuert bin, das ist zweites Mal passiert. Als ob ich so den Press mache! Ich hasse mein Leben! Ich glaube, ich sterbe hier gerade. Nee, doch nicht. Ich sterbe auch gerade. Oh Gott, ey. Aber halt in real life. Alter. Oh, das war echt gut, Alter. Hast du gut gemacht. Ich meine natürlich, ich habe keinen Knackleon, das war alles nur geschauspielert. Wenn das geschauspielert war, dann kriegst du mir einen Oscar. Das war... Alter, ich bin gerade... Ich weiß nicht, wie du das immer hinkriegst, ey, du bist so schlecht. Ich bin halt echt schlecht, Leute. Das ist die Definition von dem Present machen. Also mein Starter ist halt echt scheiße. Er kann nichts schwächen, er kann gar nichts. Ja, hau mal raus. Was ist denn ein Starter? Nee, will ich nicht. Schade. Aber ich habe ein gutes... Nach Leon vielleicht. Ich habe ein gutes Item immerhin, um irgendwas hinzukriegen nebenbei. Wieso finde ich so dumm? Stirb! Okay. Nicht, mach nicht Angriff. Oh, gut, danke. Oh, Knackleon und Hopsprosse. Das ist ein gutes Team, du, ey. Ja, ich habe ja noch bis dort ein paar Encounter, alles safe. Ja, gut, ey. Oh, Mann, echt, als ob ich so... Highlight des Parts. Leute, support das Projekt, bitte, ey. Also, wir finden es beide so geil und bitte support das Projekt, ey. Das muss sein. Wenn es euch gefällt, lasst gerne positive Wertung da. Gerne Kommentare auch. Wie gesagt, Aktiv-Kommentarschreiber werden benannt. Aber wenn ihr so schreibt wie, darf ich ein Pokémon sein? Dann werdet ihr nicht benannt, Leute. Kölsch. Alter, hier sind ein paar interessante Pokémon tatsächlich so, ey. Gelatropo habe ich jetzt hier vor mir. Gelatropo ist cool. Mhm. Aber ich glaube, bevor ich auf die nächste Route gehe, gehe ich diesmal erstmal vielleicht ein bisschen. Oh Gott, trainieren. No! No! Was los? No! Was denn? No! Was los? Der kann mich easy töten. Wieso? Wenn er 5-mal getroffen hätte, wäre ich tot. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich will nicht, Leute. Ich will nicht auf die nächste Route. Ich habe das falsche Pokémon genommen. Ja, wieso hast du denn auch das Pokémon genommen? Ja, da war doch scheiße. Du konntest sogar die Movesets dir anschauen. Das ist ein richtig krassen Vorteil. Ja, aber irgendwie waren die nicht so. Okay, die Sache ist, ich weiß nicht, wie ich meine Pokémon trainieren soll. Ich auch nicht. Leute, das wird heute das Glaskanonen-Battle, glaube ich, ey. Ich geh jetzt auf die nächste Route und versuche ein Pokémon zu fangen, okay? Mach das. Oh ne, ich hab Angst, ey. Ich will wenigstens noch ein Level abschaffen vorher. Ich muss halt auch irgendwie ein Level abschaffen eigentlich. Aber die Sache ist, gegen Fulipoa mache ich keinen Schaden, gegen Golking mache ich keinen Schaden. Ich bräuchte halt das Hopsprosse gegen Hopsprosse Matchup. Das ist gut. Oh, jetzt ist hier ein Pokémon, was ich wieder nicht schwächen kann, ey. Oh nein. Sonnenfell ist auch ein bisschen problematisch. Ja, ja. Jungs, Alter, was ist hier los, ey? Jetzt kommen die Loser-Pokémon, nachdem wir beim ersten Run so viel Glück hatten, ey. Ich mit 2 Legis. Du mit deinen ganzen Steinschwächen. Oh, oh. Was? Tot? Ja. Bist du tot? Ich hab meinen Hopsprosse verloren. Jungs! Aber ich,
Da war ein Sonnenfell mit Steinwurf. Ich habe halt versucht zu fliehen. Ich hätte halt auch Knackleon gehen können. Aber wenn halt irgendwie ein anderer Tag einsetzt, die Konfusion, dann killt ja den halt auch. So. Was soll, wie soll ich denn schwächen? Ich hab doch gar keine Chance, Alter. Ja, Leute, er hat kein Zebritz mehr. Jetzt ist der Typ aufgeschmissen. Ja, Jungs. Das ist ein bisschen Problem. Ja, ich muss halt einfach weiter versuchen, hier irgendwie einen Pokémon zu haben, was ich schwächen kann. Ich hab. Ja, okay, Hopfrost. Ja, Wollo, mein Starter ist weg, Jungs. Let's go. Emotionale Bindung für den Arsch. Ja, es tut mir leid. Ich kann halt nie fliehen. Aber ich kann auch nicht gegen Corazon drin bleiben. Wenn er irgendwie eine Wasserattacke hat, bin ich halt RIP. Ja, das stimmt. Also ich habe, glaube ich, dir den guten Starter gegeben, jetzt wo er nicht mehr da ist. Ja, jetzt wo er nicht mehr da ist. War auf jeden Fall schön. War ein guter Starter, definitiv. Hat Spaß gemacht mit ihm. Nice. Hat ganze 7 Minuten oder so gehalten. Ja, cool. War auf jeden Fall richtig nice. Alter, sowas hatte ich noch nie, dass ich halt einfach nichts tun kann. Ich kann nicht trainieren. Nichts. Ja, ich kann auch nichts großartig machen. Also ich bin jetzt Level 6. Ah, du hast schon ein Level abgeschafft. Ich habe noch kein Level abgeschafft. Ja, ich habe hier gerade die Lil Minips vor mir. Die kann ich einfach so weghauen. Das ist sehr schön. Das freut mich natürlich für dich. Ja, was ich halt jetzt... Also Sache ist, ich habe jetzt das Knackleon gegen Knackleon Matchup. Ja, der mit der Max Roller gewinnt, ne? Ja, ich habe halt einen Crit erstmal gesetzt. Jawollo, gönnt er sich. Hab wahrscheinlich das Item Lucky Punch drauf. Sehr wahrscheinlich. Alter, Leute, so einen Struggle hatte ich ja noch nie. Und dann kommen die Leute, mach doch mal deine Trankriege, Jungs. Echt, Present, Alter, schwäch doch mal deine Pokémon, du Null. Alter, nochmal, das hat mich so getriggert, ne? Wisst ihr, das ist ein Manaphy, ne? Warte mal, Geduld funktioniert nur für physische Attacken, ne? Geduld ist nur physisch, ja. Ich hoffe mal, dass es wirklich so ist und du mich jetzt hier nicht babuselst, Alter. Hä, wir wollen doch beide, dass wir gewinnen. Alter, ganz kritisch. Naja, auf jeden Fall, das hat Manaphy und er boostet sich. So, und dann denke ich halt, wenn er sich setup, dann muss ich wahrscheinlich bald fliehen. Und ich hatte halt nie gedacht, dass ich so lange gegen das Manaphy überstehe, weil ich habe halt gar keinen Schaden dagegen gemacht. Wenn ich mehr Schaden gemacht hätte, dann hätte ich auch geschwächt. Aber so dachte ich mir halt... Der hätte wahrscheinlich Geduld rausgeholt, das Manaphy. Die Frage ist halt jetzt... Warte mal, ich schaue jetzt wirklich nach, ob Geduld nur für physische oder auch für spezielle Attacken sind. Jetzt hat er Angst. Ich habe halt echt Angst. Jetzt hat er Angst. So, kann er anwählen, zwei und kann Attacken einsetzen, kann allerdings ausgewählt, bla bla bla. Ich hab eine Option zum Leveln da. Hast du? Ja. Das ist schön für dich, vielleicht. Hä? Wieso steht das hier nicht? Wieso steht nicht dort was Geduld? Und Geduld ist immer physisch, steht auf jeden Fall da. Okay. Oh, Baby! Okay, Geduld zählt generell. Ich darf das nicht machen. Okay, solltest du fliehen? Nee, weil ich überlebe einen Hit auf jeden Fall. Das heißt, ich setze jetzt einfach einen Trank ein für nichts. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Ich muss halt eine Runde wasten, so. Weißt, solltest du tun, bevor du endgültig down bist? Das wäre, glaube ich, ganz schlau. Also wenn ich das Pokémon so besiegt habe, geht's für mich in den zweiten Encounter rein, meine Damen und Herren. Und dann wird zerrippt. Ja, du hast dann 2 Pokémon. Ja. Genauso wie ich es mal hatte. So, jetzt bin ich Level 7. Das ist schön für dich. Ich bin jetzt kurz vor Level 6, was auch ein bisschen blöd ist, weil damit bringt mir das halt einfach gar nichts. Und ich habe wieder gleich den Struggle gegen andere. Jetzt bin ich Level 8. Level 8 schon? Ja. Hä, was hast du denn zum Trainieren? Ja, du, das ist ja gut, ne? Ja, das kannst du doch sagen, oder? Nee. Wieso nicht? Ich verrate dir gar nichts hier. Shanaira, Haitaira, Ordok. Wunaira, Wuschneira. Schwunaira. Ja, ich bin fast Level 9 jetzt. Also etwas, was viele EP bringt. Ja, weil du hast ja so viele EP durch einen Kampf bekommen, also... Das war schon gut. Das war schon nicht schlecht. Das muss halt echt irgendwie so ein Wunaira oder so gewesen sein. Irgendwas Krasses. Da bin ich mal gespannt. Da bist du gehypt, ne? Eieiei. Ja, gehypt weiß ich jetzt auch nicht, ne? Eieiei. Caramba, arriba. Azurill ist noch nicht vom Typus Wasser, also sollte ich... Ah, Moment, Hauptspross ist wieder am Leben. Das war ein Fehler, ich muss fliehen. Was? Schummelst du etwa hier? Ja, ich habe halt mich geheilt, habe vergessen, Hauptspross auf die so, Box zu packen. So, pass auf. Jetzt kommt der Encounter. Da bin ich mal gespannt. Okay, was ist denn der Encounter? Hau mal raus, Dario. Erzähl mir, was hast du denn Schönes auf dem Bildschirm? Ja, es regnet gerade wie behindert draußen. Erinnert mich wirklich an die erste Folge von damals. Ich habe ein cooles Pokémon bekommen.
Was denn? Ist interessant. Ist interessant, sage ich mal. Es ist jetzt nicht super stark gerade zu Anfang, aber man nimmt es mit, sage ich mal. Man nimmt es mit, okay. Also du bist zufrieden, sagen wir es mal so. Du kannst es vor allem schwächen. Ja, ist nice. Ein schönes Boden-Pokémon nimmt man doch immer gerne mit. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt darf ich mal bitte fliehen. Ich glaube, der hat zwar keine Wasserattacke, aber trotzdem. Ich will das Risiko eigentlich nicht eingehen. Don't do that. Deswegen flieh einfach, was das Zeug hält. Und dann darf ich nochmal hoch rein. Ich darf meinen Hopsprossen wegpacken. Alter, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Projekt im ersten Part so gesehen, so gestruggelt. Nice. Das ist ein bisschen blöd, tatsächlich. Naja, machst du nichts, wisst ihr. Der Anfang, der muss schlecht laufen, damit der Rest gut läuft. Weißt du, vorher war der Anfang ja super. Und dann lief der Rest halt nicht mehr so gut. So sieht's aus, Jung. So, Frank heißt der gute Junge. Frank nichts, für dich gegrüßt. Gerade noch einen schönen Kommentar geschrieben. Wer dachte sich auch beim Arena-Kampf Present, drückt Protect und wartet den Sandsturm ab. Sandsturm erhöht die Spezialverteidigung von Gestein-Pokémon 50%. Grüße gehen raus, Present. Danke, Frank, für den wunderbaren Kommentar. Und ja, deswegen bist du jetzt Pokémon geworden. Die Sache ist, ich hätte es machen können, aber hätte ich immer Schaden bekommen durch den Sandsturm. Und das wäre auch blöd gewesen. Deswegen konnte ich das nicht machen. Ich habe ein krasses Wesen bekommen. Aber ich hatte auch tatsächlich das im Kopf, weil ich weiß, dass Gesteins-Pokémon dadurch eine Verstärkung bekommen. Krasses Wesen bekommen, Alter. Du hast ein krasses Wesen bekommen. Was ist denn das krasse Wesen? Ich kann es so sagen. Es ist ein spezielles Pokémon. Mhm. Und ich habe Angriff minus plus Init. Das ist gut. Also ein scheues Wesen. Sie. Jawollo. Okay. Ja, nice. Moment, das Azurill ist hier schon vom Typus Fee. Insane. Insane, Alter. Aber er kann scheinbar nur Platzschaden. Das heißt, perfektes Schwächmaterial. Jawollo. Cool. Eigentlich können wir haben jetzt so 22 Minuten noch im Tacho. Wollen wir dann gleich hier Pause-Mause machen oder wie sieht's aus? Hab halt bisher ihr jetzt nur gerade trainiert, ne? Okay, stimmt auch wieder. Hast du jetzt, warte, wie viele Encounter hast du jetzt gemacht? 2, ne? 2. Ich würde sagen, du könntest noch auf der nächsten Route Encounter machen, weil dann können wir noch ein bisschen schwächen. Oh, der hat Aquaknarre. Und der hat einen Crit gesetzt. Ich glaube, ich gucke mir lieber erstmal die Route oben nochmal an, was ich hätte bekommen können. Und level dort ein wenig, weil ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. Weil es ist ja immer schön zu sehen, was man hätte bekommen können, ne? Ja. Mann, als ob der auch noch crittet mit der Aquaknarre. Aber der macht nicht viel Schaden. Ich habe seine Genauigkeit gedroppt. Das heißt, ich gehe auf den Trank. Ach ja, Leute, ganz wichtige Info. Present, ja. Eventuell, wenn ich heute oder morgen Zeit habe, würde ich ganz gern Shiny Hunt in dem Projekt. Hättest du Bock? Können wir gerne machen. Leute, wenn ihr Shiny Hunt sehen wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich weiß, Abstimmung, Present hat die Abstimmung vergessen. Hast du? Ja, das war halt kurz vorm Urlaub, da habe ich die Videos noch hochgeladen, alles eingestellt, wieder blub, und dann war halt im Stress, habe ich das vielleicht ein bisschen vergessen. Eieieiei. Aber passiert. Habt ihr vergessen? Du Doofkopf! Oh! Was, Dario? Ich glaube, ich kann sterben. Wieso? Ich weiß nicht, ob ich gegen dieses Pokémon kämpfen möchte oder nicht. Aber ist es ein Encounter? Nein. Okay, willst du sagen, was es ist? Gewaldro. Oh oh. Ja gut. Ich muss willst ganz kurz gucken, was das Ding auf dem Level 1 oder 5 hat. Die Sache ist, ja, es könnte sogar noch mehr haben, weil... Blättersturm? Nee. Bruder, ich muss ganz dringend weg. Ja gut. Die Sache ist halt, Gewaltro hat eine hohe Initiative. Das heißt, dass du überhaupt fliegen kannst, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Ich glaube, ich level wieder auf Route 1. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich glaube, also es ist, glaube ich, schon ganz schlau, vielleicht noch einen Count auf der nächsten Route zu holen, aber noch ein bisschen zu leveln dann vor dem nächsten Part, damit wir nicht komplett zerstört werden. Das wäre, glaube ich, ganz gut. That's true. Also willst du noch auf der nächsten Route einen Counter holen, sagst du? Ich würde schon sagen. Was wir uns machen könnten, ist jetzt noch ein bisschen zu schneiden und kurz ein bisschen zu leveln, wenn du willst. Ne, würde ich sagen, dann machen wir das so, dass wir lieber jetzt den Encounter holen und dann offscreen leveln, damit die Datei auch nicht so lange wird zum Übertragen, weißt? Ja. Dann machen natürlich. Wir das schon. Dann gehen wir jetzt auf die Route 103. Du kannst hier schon mal machen, ich müsste vielleicht nochmal ein Level dazu bekommen, weil ich bin gerade auf Level 6. Was vielleicht ein bisschen kritisch ist. Pokenau. Aber du kannst ja schon mal rübergehen. Jojo. Ach, schaust du mit dem Pokénav oder wie gerade? Nee, ich hab nur geguckt, ob er angeht. Ah, okay. Ja, was auch die Idee von manchen war, war, dass man den Pokénav vielleicht zu besonderen Anlässen benutzt. Man könnte vielleicht schauen, ob man, wir haben ja die 4 6-6 Kämpfe, ob man nach den 6-6 Kämpfen das macht. Ich wurde erstmal geflincht, nice. Da kann man bestimmt irgendwas Geiles noch machen.
definitiv. I'm really ja, und sonst sure gibt's halt noch die Shiny-Hand-Sache, ne? Yes. Yes, sir. Oh Gott, ich hab so Grübbel-Pokémon. Ich halt ein Knackleon, Jungs. Das ist richtig insane. Ich hab nur Müll. Ich hab nur Müll. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wir haben die krassesten Pokémon überhaupt. Alter, du hast Müll, du hast bestimmt Unratüdox, Mann. Da sehe ich dich. Auf jeden Fall. Das hat sich sehr überzeugt angehört. Ich glaube, du hast Unratüdox. Fall. Gut. Da haben wir also schon mal das erste Pokémon. Das heißt, ich komme dem Ganzen näher. Ach ja. Hast du jetzt schon deinen Encounter geholt? Also bist du gerade im Kampf? Ich bin gerade am Fangen. Ach, du hast deinen Encounter und das ist gut oder schlecht? Hab's gerade gesagt. Also das ist Müll, meintest du? Das ist Müll. Ich dachte generell, deine Pokémon sind Müll. Nee, meine Pokémon sind gimmicky, aber nicht so krass. Okay, da bin ich aber mal gespannt. Mhm. Schauen wir mal. Ich will fliehen, weil mir Geduld doch ein bisschen zu gefährlich ist, Dario. Weißt du, Geduld ist schon eine unschöne Sache, muss ich so sagen. Okay. Geduld ist, ja, gedulde dich ein wenig, ne? XD! Da habe ich ja mal richtig hart geroffelt, Mann. Okay, ich möchte jetzt noch dieses eine Level bekommen und wenn ich... Ah, da geht jetzt wieder Geduld ein. Geduld geht 2 Runden. Das heißt, wenn ich jetzt Biss einsetze, aber ich bin halt langsamer. Aber ich kill ihn mit dem nächsten Move. Deswegen gehen wir nochmal auf Biss. Das passt, Leute, das passt, hoffentlich. Wenn nicht, habe ich halt verloren. Dann war es das einfach mit dir. Ja, alles gut, ey. Ich hab ihn natürlich gekillt. Alter, wenn ich wirklich eine Mineral bekommen hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen problematisch gewesen. Oh, bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Hör auf. Hör auf. Was? Oh, dreimal getroffen. Was? Du. Moment, du hast eine Attacke, die mehrfach angreift. Ja, ja. Hm, das schränkt das Ganze natürlich ein. Es gibt sowas wie die Dornkanone. Es gibt sowas wie Tail Slap. Ich weiß nicht, wie die Attacke heißt. Davon Pico Chilla und Chilla Bell. Tail Slap. Aha. Ich sehe. Ich bin impressed. Man kennt's. Was gibt's denn noch so schönes? Felswurf, du könntest einen Austoss haben. Austoss? Ist aber richtig bad in der ersten Arena, habe ich gehört. Ich habe gehört, dass der nicht so gut sein soll. Aber ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Ah ja. Kann sein. Ja. Es kann durchaus sein. Kann sein. Weißt du, was nicht sein kann? Nee. Dass mein Knackleon einfach bad ist. Ich habe noch 2 Pokebälle, sehe ich gerade. Fuck! Ach, du hast keine Pokebälle gekauft? Nein! 1. Das war vielleicht nicht so intelligent! Nein! Oh, oh, Leute! Ich glaube, ich nehme den Encounter gar nicht mit. Wieso? Tötet er dich? Nee, das nicht, aber ich habe nur noch einen Ball jetzt. Ja, ist egal, du kannst auch Bälle kaufen. Ja, wenn der Encounter weg ist, dann kann ich den Encounter nicht mehr fangen. Ja, aber du kannst auch alle Bälle immerhin versuchen. Zu werfen. Ja, die sind jetzt ja alle! Ja, ja, wenn sie alle sind, das meine ich. Aber du meintest halt, dass du fliehen. Ja, du musst halt fliehen, wenn sobald die Bälle weg sind. Das stimmt. Ja, das wollte ich auch sagen. Ja, ich habe verstanden, dass du schon vorher fliehen wolltest, bevor der letzte Ball weg ist. Das hätte mich halt gerade ein bisschen verwundert. Ach so, nein, das nicht. Ja, hab das Pokémon nicht gefangen. Geil. Ja, Wollo, das ist doch richtig insane. Die Sache ist, ich habe halt trotzdem gerade harte Probleme. Wow. Jetzt bitte komm durch. Sonst habe ich echt ein hartes Problem. Ich möchte mein Milohetta und Hooper wieder haben. Good old times, Leute. Milohetta, Hooper. Wer braucht schon diese Pokémon? Wenn man Knackleon haben kann und irgendwas, was trashig ist bei dir. Ich habe das noch nicht mitgehört. Was hattest du für Pokémon? Ich weiß es nicht. Oh, Mann, ey. Ja, jetzt. Sache ist jetzt halt sowieso vorbei. Stimmt, ich hatte Finte. Ich hatte einfach Finte. Egal. Weil ich hatte, meine Genauigkeit war gedroppt, dann hätte ich Finte einsetzen können, weil Finte ja immer trifft, egal was passiert. Aber jetzt habe ich Finte weggepackt, damit ich Biss behalten kann. Gute Entscheidung. Weil ich wollte halt eine andere Attacke noch haben, die die Genauigkeit droppen kann. Ist ja auch egal, nicht so wichtig. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mach meinen Encounter einfach im nächsten Part, weil ich glaube, das wird schon genügend Struggle sein. Und wir beenden hier die Folge, oder? Ja, Mann. Leute, wir werden im Kommentar sehr gerne gesehen. Schaut bei Dive vorbei, dort gibt es die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, da werden wir wahrscheinlich den Wald machen. Und ciao. Tschüss.